sie zum letzten Tag der Pfingstnovene am Samstag, dem 30. Mai. Wir beginnen auf Seite 70. Gepriesen sei unser Gott alle Zeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Zwischen Gott und Mensch ist ein Geheimnis. Dies betont Großerzbischof Szewczuk. Eine solche Kontaktaufnahme kann auf viele Weisen und nicht nur durch die Sakramente der Kirche erfolgen. Zum Beispiel in der Begegnung mit Menschen, beim Anblick der Schönheit der Natur, beim Hören von Musik, beim Betrachten von Kunstwerken oder im Achten den eigenen Atem. Mit einem Blick zum Himmel in Freude und Dankbarkeit, aber auch im Schmerz, können wir uns Gott zuwenden. Naturkatastrophen, Krieg, Unfälle und andere Schicksalsschläge mögen uns rufen lassen: Mein Gott, warum lässt du das zu? Diese Frage scheint Ausdruck einer Entfremdung von Gott zu sein. Sie zeigt aber, dass unser Herz im Tiefsten mit dem Herrn, in dessen Händen alles liegt, verbunden ist und auf ihn hofft. Sie ist Teil des heilsamen Dialogs, den wir mit unserem Schöpfer führen und der unserer Seele Frieden schenken kann. Lasset uns beten. O Jesus, schnellen und starken Trost schenke deinen Knechten, wenn unser Geist in Kleinmut fällt. Verlasse unsere Seele nicht in der Trübsal, geh nicht von unserem Geist in der Not,
sondern komme uns immer zuvor. Sei uns nahe, sei nahe, der du überall zugegen bist. Wie du alle Zeit bei deinen Aposteln warst, so vereine dich auch mit denen, die dich ersehnen, o Erbarmer, auf das vereint wir dir Lob singen und deinen allheiligen Geist verherrlichen. In Frieden lasst uns beten zum Herrn. Kyrie eleison. Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirche Gottes und die Vereinigung aller, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Für unseren hochheiligen, allgemeinen, hohen Priester Franziskus, den Papst in Rom. Für unseren hochgeweihten Erzbischof Rainer Maria, den ehrwürdigen Priesterstand, den Diakonat in Christus, für den ganzen Klerus und alles Volk, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Für diejenigen, denen die Regierung unseres Landes anvertraut ist und die ihm dienen, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Für unsere Stadt Düsseldorf, für Deutschland, für jede Stadt und jedes Land und alle Gläubigen, die darin wohnen, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Um günstige Witterung, um gute Ernte und um friedliche Zeiten, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Für die Reisenden zu Wasser, zu Lande und in der Luft, für die Kranken, Leidenden und Gefangenen und ihr Heil, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Dass er uns befreien wolle von aller Trübsal, Hass, Not und Gefahr, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison. Hilf, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott, durch deine Gnade. Kyrie eleison. Unserer allheiligen, reinsten, hochgelobten und ruhmreichen Herrin, der Gottesgewährerin und immerwährenden Jungfrau Maria, und aller Heiligen gedenkend, lasset uns selbst miteinander unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, hingeben. Dir, o Herr. Denn dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre und Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten gemeinsam den Pfingsthymnus auf der Rückseite des Heftes. Komm, heiliger Geist der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus, du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Den Vater auf dem ewigen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich, Odem Gottes, heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen mit dem Gebet auf Seite 71.
Geheimnisvoller Gott, wir erbitten deinen Segen für uns und für die Menschen im Osten Europas. Bestärke uns im Guten und schenke uns die Inspirationen des Heiligen Geistes, damit das Antlitz der Erde erneuert werde. Amen.